Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Weihnachtsspecial. Häufig vergessen Menschen die tatsächliche Moral der Weihnacht. Darum soll es in diesem Video gehen. Dafür habe ich euch eine kleine Geschichte vorbereitet. Also, es geht los nach dem Intro. Die Wahrheit der Weihnacht. Als der Engel am Weihnachtsbaum für Glück sorgte, der Glühwein vor sich hindampfte und Rudolf mit seinem Herrn unterwegs war, um alle Geschenke weltweit zu verteilen, stolperte Tom am Abend noch durch das Haus. Aufgrund der Vorfreude auf den 24. Dezember konnte Tom nicht schlafen. Gedanklich war für ihn schon Weihnachten. Er freut sich auf das Essen und den geschmückten Tannenbaum, welchen er am Morgen noch mit seinem Vater im Wald fällen wird. Und natürlich die Krönung, die Geschenke. Aber woher kommen die Geschenke überhaupt, fragt sich Tom und kratzt sich an der Stirn. Er machte sich Gedanken, doch kam einfach nicht auf die Lösung. Leise schlich sich der mutige Tom aus dem Haus, um eine Lösung für dieses Problem zu finden. Mit kalten Händen und schnupfender Nase lief Tom durch die scheinbar leere Stadt und suchte nach Hinweisen zur Lösung seines Problems. Als er schlendernd seine Nase putzte, sah er eine Gestalt, welche sich nicht zu bewegen schien. Ängstlich steckte Tom sein Taschentuch in seine hintere Jeanstasche. Er rückte seine Brille zurecht und begann sich der Gestalt zu nähern. Bei der Annäherung der Gestalt zog er seine Nase lautstark hoch, wobei sich die Gestalt zu bewegen begann. Nur in kleinen Abständen, welche eine flackernde Straßenlaterne verursachte, konnte Tom die Gestalt erkennen. Ein alter Mann mit langem Bart, roter Weste und einer langen roten Hose, welche durch einen großen Gürtel und einer gigantischen Gürtelschnalle gehalten wurde. Der Junge sah den Mann mit großen, aufgerissenen Augen an. Der alte Mann zuckte einen Flachmann, doch an diesem nahm einen Schluck und packte ihn wieder weg. Der scheinbar verwirrte Mann zeigte mit seinem Finger auf den Jungen und fragte mit tiefer Stimme, »Du hast dich verlaufen?« Der Junge antwortete, ängstlich, aber mit Mut erfüllt, »Nein, ich habe ein Problem und suche eine Lösung dafür.« »Och, mein Junge«, antwortete der verwirrte Mann und ergänzte fortführend, »Welches Problem hast du denn, mein Junge?« Schüchtern antwortete Tom, »Ich freue mich riesig auf Weihnachten und meine Geschenke.« Der alte Mann begann zu lachen. Daraufhin setzte er einen ernsten Blick auf. »Mein letztes Geschenk bekam ich, als alles verloren war. Die Welt schien zu verblassen und endgültig unterzugehen. Es schien alles am Ende. Es war grausam.« Tom verblasste und hörte dem Mann weiter zu. »Sieh mir in die Augen. Was siehst du?« fragte der alte Mann und führte fort, bevor Tom seine Antwort erst denken konnte. »Sieh einem Menschen nur tief genug in die Augen und du wirst all seine Dämonen finden.« Tom sah den Mann erschütternd an und sagte, »Es tut mir leid, Fremder. Ich kann ihnen nicht folgen.« Mit leiser Stimme erläuterte der alte Mann immer das mit den materiellen Dingen. Man achtet immer nur auf Dinge, die man nicht hat, als auf Dinge, die man hat. Nachdenklich sah Tom auf den Boden. In immer leiser werdender Stimme hörte Tom, und wenn erst alles weg ist, begreift man seinen Verlust. Als der Junge den Mann ansehen wollte, war dieser plötzlich nicht mehr da, wie vom Erdboden verschwunden. Nachdenklich lief Tom wieder nach Hause und zündete eine Kerze an. Was haltet ihr von meiner geschriebenen Geschichte? Klar, es ist was Wahres dran. Immer mehr Menschen vergessen, dass Weihnachten nicht nur ein Fest von Geschenken ist, sondern hauptsächlich das Fest der Familie. Und wenn man keine Familie hat, dann feiert man mit anderen Menschen. Und wenn man niemanden hat, dann ist es halt so. Das ist halt traurig, aber was soll man machen? Und ich wünsche euch schöne Weihnachten morgen. Wenn ihr das Video morgen seht, dann jetzt schon schöne Weihnachten. Somit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal!